Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für die 15. Kalenderwoche, der Woche, die am 8. April beginnt und bis zum 14. April geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und die Woche beginnt auch schon gleich am Montagabend mit einem Neumond. Es könnte also sein, dass es recht ruhig am Anfang der Woche zugeht, aber dann nimmt die Energie so langsam an Fahrt auf. Lieber Skorpion, wir wollen uns in diesem Video ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Aha, das ging schnell. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Woche für Skorpion werden wird. Schauen wir mal. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Und da haben wir sie schon und ich bin schon sehr gespannt, lieber Skorpion. Was haben wir hier? Der Hierophant. Und bei den Hierophanten geht es um Themen der Sinnfrage, aber auch Dinge der Lehre, Ausbildung. Vielleicht spielt Fortbildung, Weiterbildung, autodidaktisch angeeignetes Wissen in dieser Woche für dich eine ganz besondere Rolle. Vielleicht agierst du auch als Lehrer oder als Berater für jemanden. Und dann geht es hier auch um deine Weisheit oder du suchst selbst bei jemandem einen weisen Rat auf. Der Hierophant oder diese Energie ist auf jeden Fall so, dass man hier sehr gründlich über etwas nachdenkt und darauf Antworten finden möchte, nach welchen Werten man selber leben möchte, was für einen Sinn ergibt, ne? Und für einen ganz persönlich. Und dass man hier sehr lange über etwas nachdenkt. Und wenn man aber hier eine Antwort für sich gefunden hat, wird man ohne zu zögern diesen Weg auch gehen, ne? Und man könnte dann auch sagen, dass dieser Weg den eigenen Weg des Herzens entspricht. Also es könnte hier eine sehr bedeutsame Woche für dich werden, lieber Skorpion. Und man sieht hier das gründliche Nachdenken hier in den fünf der Scheiben widergespiegelt. Es ist ein gründliches Nachdenken, was aber auch eine ja, quälende Note haben kann, insofern, dass man ja nicht ungeduldig sein sollte mit dieser Energie. Es zeigen sich hier Blockaden in deinem Leben, die dich zum Grübeln bringen, zum Nachdenken bringen und dich dazu zwingen, dich zurückzuhalten, ne? Weil irgendwie kommst du hier nicht so richtig vorwärts. Und es hat bestimmte Gründe, die vor allem in den Umständen in deiner Umgebung begründet sind. Wenn es hier um Ausbildung und Fortbildung geht, ne, sieht man hier natürlich vielleicht so eine Art Verständnisprobleme am Anfang, die dadurch behoben werden, dass man hier am Ball bleiben soll, ne? Beharrlichkeit, Ausdauer, Geduld zahlen sich mit dieser Energie definitiv aus. Gepaart ist diese Energie mit den vier der Schwertern. Und die vier der Schwerter schenken dir ein gutes Urteilsvermögen, klare mentale Fähigkeiten, einen ausgewogenen, ausgeglichenen Geist und Verstand und viel Konzentration. Das ist eine Energie, die dir diese Woche sehr zugute kommen wird. Und diese Energie wird auch deine Kommunikation verbessern, ne? Du wirst in dieser Woche sehr kommunikationsstark sein. Und so lassen sich auch gewisse etwaige Probleme und Konflikte sehr schnell und sehr gut lösen durch Kommunikation. Ja, was war denn in der Vergangenheit los? In der Vergangenheit zeigt sich eine Prinzessin der Stäbe. Und die Prinzessin der Stäbe ist eine Personenkarte, die auf eine andere Person in deinem Leben verweisen kann oder diese Energie, lieber Skorpion, bezieht sich auf dich selbst. Kann auch manchmal beides sein, ne? Beides gleichzeitig.
Die Prinzessin, unabhängig vom Geschlecht, ist zunächst erstmal eine jugendliche Person oder eine Person mit einer ausgeprägten jugendlichen Energie. Und das ist hier eine Feuerperson, ne? Eine Person, die womöglich vom Sonnenzeichen her ein Feuerzeichen sein kann oder aus einem anderen Grund sehr viel Feuerenergie zeigt, ne? Nach außen zeigt. Feuerzeichen wären Schütze, Widder, Löwe. Aber ein Skorpion kann auch ein Feuerzeichen sein, ne? Auch wenn ihr eigentlich Wasserzeichen seid, habt ihr sehr viel Feuer in euch. Ja, deswegen könnte das auch sehr gut auf dich hinweisen, diese Karte. Ja, die Prinzessin der Stäbe ist eine Person, die voller Abenteuerlust steckt, eine Person, die Vergnügen sucht und ja, Vergnügen findet, ne? Eine Person, mit der man sehr viel Spaß haben kann, die auf das Leben zugeht, zu den eigenen Gefühlen steht, auch mutig ist, ne? Auch ein neues Abenteuer, diese Risiken sucht dahinter und vor diesen Risiken nicht scheut. Eine lebendige Person, eine Person mit Dynamik, die auch sehr viel Faszination auf ihre Umgebung ausübt. Ja, die Prinzessin der Stäbe steht auch manchmal für eine Affäre oder etwas, eine körperliche Liaison. Ne, auch eine, ja, eine Situation, die stark von körperlicher Anziehungskraft geprägt ist. Ne? Wir schauen mal, was dachte die Prinzessin der Stäbe? Also hier geht es definitiv um mehr als eine Affäre. Ne? Also Liebe spielte hier schon eine Rolle. Und du warst als diese Person oder mit dieser Person sehr, sehr glücklich und hast dich vollständig gefühlt. Ne? Also das war schon, ging schon sehr, sehr viel tiefer, diese Leidenschaft. Und da waren sehr, sehr viele Gefühle im Spiel und sind es womöglich noch immer. Ne? Aber irgendwie. In dieser Woche ändert sich vieles. Plötzlich ist die Energie ganz anders, ne? Ich weiß noch nicht, ob und inwiefern es Auswirkungen auf diese Situation hat, ne? Auf jeden Fall waren hier sehr viele ehrliche, auch freie und starke Liebesgefühle mit im Spiel, ne? Definitiv. War hier auch eine tolle Einheit, hat sich auch sehr schön ergänzt. Könnte auch sein, dass eine größere Runde von Menschen hier eine Rolle spielen, zum Beispiel eine Familie, ne? Und auch das war dann sehr harmonisch und zusammengehörig einfach, ne? Ja, und schau, diese Person spielt immer noch in dieser Woche eine Rolle und du machst dir auch viele Gedanken um diese Menschen und oder um dich in dieser Rolle, weil ja, tatsächlich hier zwei Prinzessinnen, die Feuer Wasser sind, würde schon sehr gut auf dich, lieber Skorpion, hindeuten. Oder auf einen, oder du hast es mit jemandem zu tun, der Skorpion ist wie du, ne? Durchaus denkbar. Die andere gegensätzliche Kombination wäre Löwe. Ne? Bei Löwen würde das auch beides sehr gut passen. Vielleicht hast du es auch generell mit einem Feuerzeichen zu tun und dann bist du hier die Prinzessin der Kelche, dein Gegenüber die Prinzessin der Stäbe. Vielleicht hast du es auch grundsätzlich mit einem Wasserzeichen zu tun. Dann bist du die Prinzessin der Stäbe und dein Gegenüber die Prinzessin der Kelche. Je nachdem, über die Prinzessin der Kelche machst du dir auf jeden Fall in dieser Woche viele Gedanken. Und entweder dich selbst als diese Prinzessin der Kelche, deine Rolle, dein Wirken nach außen. Oder eben um diese Person, ne, die eben auch diese Wasserseite hat. Oder die Seite erkennst du an dieser Person jetzt. Oder etwas Ähnliches. Na, in wenigen Fällen sind es zwei unterschiedliche Personen. Das kann ich mir aber eigentlich am wenigsten vorstellen, obwohl hier obwohl hier mit den Neun der Schwerter, könnte es durchaus sein, dass es hier einen Konflikt gibt, geben wird, dass die Prinzessin der Kelche sich selbst etwa entweder Vorwürfe macht oder jemand anderen Vorwürfe machen wird.
Hier gibt es könnte aber auch einen ganz anderen Grund haben, warum die Prinzessin der Kelche jetzt mit den Neuen der Schwerter konfrontiert ist. Und hier hilft natürlich ein offenes und klärendes Gespräch. Die Prinzessin der Kelche macht sich anscheinend etwas viel Sorgen, hat negative Gedanken, die auch einen autoaggressiven Charakter haben, muss man schon sagen, ne? Die einen autoaggressiven Charakter haben können, wohlgemerkt, ne? Also es könnte schon sehr gut sein, dass die Prinzessin der Kelche sich selbst Vorwürfe macht. Allerdings, ne, wenn ich mir das hier mit der Lehre ausdenke, vielleicht kämpft diese Person auch gerade mit einem sehr komplexen Gedanken. Gerade wenn du wirklich in dieser Woche etwas lernst, ne, dich mit neuem Wissen auseinandersetzt, dann könnte ich mir hier doch gut vorstellen, dass du als Prinzessin der Kelche hier an einen Verständnisproblem kommst und darüber grübelst, ne? Und dann könnte hier die Neun der Schwerter, dieser sehr komplexe Gedankengang sein, der dahinter steckt, ne? Und dass hier wirklich komplexe Überlegungen notwendig sind, um dieses Problem zu durchleuchten. So oder so, ne? Ich sehe hier doch deutlich, dass diese Situation sich aufklären wird und dass ein Gespräch zu einer Erkenntnis führt, die etwas Erhellendes haben wird. Oder dass die Prinzessin der Kelche ja sich mit den Themen auseinandersetzt und so zu einer wirklich sich erhellenden neuen Idee und Vorstellung kommt, wodurch diese Person ihr Problem lösen kann, Klarheit und Klarheit findet, ne? Klarheit findet und so auch wieder neue Hoffnung schöpft. Ja, interessant finde ich hier auch mit den vier der Scheiben, dass das hier den vier der Schwertern so entspricht. Und ich glaube letztendlich, auch wenn das jetzt ein etwas steiniger Weg ist, wird dir das sehr, sehr gut tun, lieber Skorpion, dich mit diesen Themen so ernsthaft zu befassen. Oder hier diesen komplexen Gedankengang so stark zu studieren, zu verfolgen, zu klären, auszudiskutieren mit dieser Person. Letztendlich führt es das dazu, dass entweder eure Beziehung dadurch stabilisiert wird oder auch deine Position, dein Selbstverständnis, dein Selbstvertrauen sich stabilisiert entwickelt, ne? Also du hier auch einfach dich mit dieser Situation dann letztendlich sehr wohlfühlen wirst. Die sieben der Scheiben. Ja, so eine gewisse, also wenn es hier zum Beispiel um Lehre geht, gibt es hier doch so eine gewisse Grundangst in dir, ob du dem dauerhaft standhalten kannst, ob du dieser Ausbildung oder dieser Fortbildung, Weiterbildung, diesen autodidaktischen neuen Lernens dauerhaft, ob du das dauerhaft durchhältst, ne? Ob du dauerhaft dem gewappnet bist. Das ist einfach nur so eine Grundangst, die in dir weiter besteht, ne? Die aber nicht begründet ist. Deswegen kann ich dir hier nur raten, am Ball zu bleiben. Wenn es hier eine partnerschaftliche Situation gibt in deinem Leben, die mit Konflikten hier, bei denen Konflikte bestehen, die hier geklärt werden müssen, sehe ich deutlich hier in dieser Karte deine Angst, den anderen zu verlieren oder sich dem anderen gegenüber zu entfremden. Verlustängste gibt es hier schon, die in dir ein Stück weit wirksam sind. Im Laufe der Woche wirst du den Ritter der Schwerter begegnen. Und auch diese Personenkarte könnte für dich stehen und oder für jemanden in deiner sozialen Umgebung. Der Ritter der Schwerter, unabhängig vom Geschlecht, ne, kann auch eine weibliche Person sein. Ist ein vom Reifegrad her ein Mensch, der mitten im Leben steht, sehr erwachsen ist, ne? Ein Stück weniger jugendlich eben als die Prinzessin. Ein Mensch, der eben auch
etwas mit seinem Tun erreichen möchte und Verantwortung übernehmen möchte. Ein Luftzeichen zeigt sich hier, ne? Wassermann, Waage, Zwilling könnte durchaus sein. Kann aber natürlich auch ein anderes Sternzeichen haben, dieser Mensch. Der Ritter der Schwerter ist zunächst erstmal eine Person voller Ideen, voller theoretischer Überlegungen. Ein Mensch des Intellektes, des Verstandes, ein Mensch, der viele innovative Ideen hat und diese Ideen auch zu einem Konzept, zu einem Design zusammenfügen kann und diesen Plan auch verfolgen möchte. Und es auch manchmal tut. Ja, Umsetzung ist vielleicht nicht so die Stärke dieses Menschen. Ja, manchmal steht der Ritter der Schwerter auch für eine juristische Situation oder eine Situation, die irgendwie viel Theorie bedarf. Kann manchmal auch ein Berater sein, ne? Ein Jurist, vielleicht auch ein Lehrer. Es geht hier auch um den Ritter der Kelche. Und da sind wir ja natürlich wieder voll bei deiner Energie. Vielleicht zeigt sich hier auch eine Paarsituation. Vielleicht hast du es aber auch mit Fische oder Waage zu tun. Dann könnten beide Karten auf dieselbe Person verweisen. Oder du hast es eben mit einem Luftzeichen zu tun und dieses Luftzeichen denkt an dich als Ritter der Kelche. Unabhängig davon, welche dieser Möglichkeiten jetzt zutrifft, diese Situation verspricht eine große Veränderung. Insofern, dass man hier Pläne macht, die zu einer Umstrukturierung seines Lebens führen werden. Man macht hier Pläne, die das Leben, den Alltag umstrukturieren sollen. Vielleicht ist hier ein Umzug geplant, ein Wohnungswechsel. Vielleicht möchte man hier auch Lebensgewohnheiten umstellen, neue Gewohnheiten aufbauen, sich von alten verabschieden, vielleicht möchte man hier auch einen Jobwechsel vornehmen. Ja, es zeigt sich hier dann doch eine kommunikative Situation. Man schmiedet Pläne. Interessant. Wow, und hier zeigen sich die Liebenden, ne? Die Liebenden. Und das sagt mir schon, dass viele von euch in einer Partnerschaft sich befinden. Und dass diese wirklich sehr harmonisch verläuft, sehr viel Verständnis erzeugt, sehr viel Liebe vorhanden ist, trotz aller Probleme oder trotz gewisser Schwierigkeiten, findet man hier doch auch immer eine Lösung und findet etwas Verbindendes, ne? Die Liebenden können natürlich auch ein Hinweis auf die Selbstliebe sein und dann ist das ein direkter Hinweis darauf, lieber Skorpion, dass das, worum du dich hier bemühst, das, woran du hier arbeitest, etwas mit deinen tiefsten Herzenswünschen zu tun hat. Und dadurch, dass du dich dem so widmest, erzeugt das schon Liebe in dir selbst, auch wenn du aktuell noch mit leichten Zweifeln und ja, einfach Zweifeln konfrontiert bist. Machst du eigentlich genau das, was du vom Herzen her überzeugt bist? Und wenn du hier am Ball bleibst, werden diese Zweifel immer kleiner werden und nach auch verstummen, wenn du hier auch liebevoll mit dir umgehst, ne? Und deinen Eindrücken. Das ist eine wunderschöne Karte, ne? Deine Einstellung ist hier sehr, sehr gut und du sehnst dich auch nach Verbindung. Du strebst das auch an und du sorgst einfach gerade in dieser Woche sehr dafür, dass die Welt ein bisschen mehr voller Liebe ist, ne? Ja, was dein soziales Umfeld betrifft, sehe ich sehr viel Stabilität, dass man hier mit offenen Karten spielt, Ausgewogenheit, alles ist klar auf den
Tisch, auch feste Strukturen gibt es hier. Man hat über alles geredet, alles geklärt. Man sieht hier sehr viel Ehrlichkeit in der Beziehung, ne? Struktur und Klärung. Ja, wirklich sehr schön. Und du sehnst dich nach einer Königin der Kelche. Entweder sehnst du dich danach, diese Energie in dir mehr auszuleben, und oder du sehnst dich nach der anderen Person, die für dich die Königin der Kelche ist, ne? Und du möchtest dieser Person näher sein und du möchtest dieser Person auch von dieser emotionalen Art begegnen. Ist das nicht erstaunlich? War deine Legung nicht letzte Woche fast identisch? Hier, jedenfalls in den beiden Karten, also das kommt mir gerade vor wie ein Déjà-vu. Naja, auf jeden Fall mündet diese Woche in Stabilität, Festigkeit und du wirst dich ja finanziell auch angekommen fühlen. Es gibt in deinem Leben einen Bereich, der einfach sehr feste Strukturen hat und dir sehr viel Stabilität schenkt. Und da denke ich, das kommt schon viel aus deinem Privatleben heraus, ne? Weil diese Herausforderung gilt, denke ich, deinem Berufsleben. Und privat gibt es im Moment einfach sehr vieles, was dich sehr glücklich macht, auf was du dich verlassen kannst, auch was dir Stabilität und Halt gibt, wodurch du dich mehr auf die Herausforderungen in deinem Berufsleben einlassen kannst. Weil dieser andere, der private Bereich in deinem Leben, dir auch für dich keine Herausforderung ist, ne? Hier gibt es im Moment wenig Fallstricke, wenig Konflikte, wenig Dinge, die Probleme in dein Leben bereiten. Ganz im Gegenteil, ne? Also das sieht mir hier wirklich sehr, sehr schön aus. Vielleicht hast du in dieser Woche ein bisschen weniger Zeit in deiner Partnerschaft. Aber es ist auch irgendwie klar, warum. Die andere Person weiß, woran du hier arbeitest. Und wenn ihr euch begegnet, dann womöglich hier mit in Gesprächen, wie ihr euch diese Zukunft dann vorstellt, ne? Ja, wirklich sehr interessant. Was haben wir hier? Ergib dich dem Göttlichen. Und das ist die Aufgabe, die hier vor dir liegt, ne? Ja, das finde ich hier sehr interessant, weil bei dem Hierophanten geht es eben auch oft um das Göttliche, ne? Um die Spiritualität, das Religiöse. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das das Thema sein muss, dem du dich in der Lehre widmest, aber vielleicht, ja, hat das für dich eben diese Sinnfrage dahinter ist manchmal einfach wichtig. Was, warum, inwiefern ergibt es, also, was ist das, was dich gerade so reizt an dem, was du hier lernst, ne? Was ist das, was ist es an dem, was du da lernst, wodurch du dir deine persönliche Sinnfrage beantworten kannst? Und ich glaube, das kannst du darüber. Ja, Wissen und Weisheit. Ja, es wird eine sehr interessante Woche für dich, lieber Skorpion. Ich wünsche dir auf jeden Fall genau das, dass du hier gut am Ball bleibst, dass du Erfolge verbuchen kannst, dass du für dich persönlich vorankommst und dass alles in deinem Leben sich sehr positiv und schön weiterentwickelt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.